Die neue Folge Kurz und Knackig ist im Kasten. Neben frischen Impressionen aus dem Training unserer Kiezkicker haben wir uns den kommenden Gegner Werder Bremen etwas genauer angeschaut. Außerdem ist durch die Verkäufe der Soli-Shirts eine tolle Spendensumme von 100.000 Euro zusammengekommen. Ab sofort gibt es in den Shops auch ein Soli-Hoodie, um Hilfe von Geflüchteten vor Ort zu unterstützen. Und natürlich warten wie immer weitere interessante Themen außerhalb der Kollaustraße auf euch, wie zum Beispiel von unserem Nachwuchs und den frisch gebackenen DFB-E-Pokalsiegern vom E-Football.